Michel Spichtig, du bist schon länger bei der OKD-Geschäftsstelle beim Bundesamt für Statistik. Also das Thema, was auch heute schon genannt wurde, warum sind wir nicht da besser verbunden? Von dem her, dein Vortrag ist hier sehr willkommen. Du hast einen Master in Informations- und Datenmanagement und bist heute eben Datenspezialistin an dem BFS bei der OKD-Geschäftsstelle. Von dem her super, dass du heute da bist und bin selber gespannt, ein Update zu kriegen, was da so läuft. Das jetzt nicht nochmal. Ich möchte euch ein bisschen die Perspektive aus einem Portalsicht, wie aber auch von einem Nutzer, der die Daten sucht. Auch die Auffindbarkeit von Daten ist ein wichtiges Element auch für Linked Open Data. Zuerst möchte ich, also ich werde euch einfach kurz noch die Geschäftsstelle, für die, die es noch nicht kennen, kurz vorstellen, was wir machen. Dann Open Government Data und Linked Data etwas zeigen, etwas zum Portal natürlich sagen, Open Data Swiss, dann wie kann er als Kanal genutzt werden und zum Schluss natürlich auch ein bisschen über die Kommunikation und OGD Community. Zuerst etwas zur Geschäftsstelle OGD, diese ist beim Bundesamt für Statistik angesiedelt und koordiniert in enger Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement des Innern die Umsetzung der OGD-Strategie Schweiz 2019-23. Die Strategie, die zielt darauf ab, dass Open Government Data eben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird und wie wir eben gehört haben, wird eben der Rechtsrahmen dazu verankert. Derzeit sind wir daran, die Nachfolge der Strategie aufzubauen. Das soll im Rahmen eines Masterplans passieren, der dann auch das MBAG begleitet. Nun, was ist die Beziehung zwischen Open Government Data und Linked Open Government Data? Bei Open Government Data ist es eben wichtig, dass die Daten, also die Verwaltungsdaten, eben frei, ohne wesentliche rechtlichen, finanziellen oder technischen Einschränkungen zur Verfügung gestellt werden für alle. Das bedeutet, die Daten sollen eben in einem maschinenlesbaren, offenen und wiederverwendbaren Format publiziert werden. Nun, was ist dann bei Linked Data? Bei Linked Data, das haben wir heute auch schon zur Genüge gehört, kommt eben das Element der Verknüpfung hinzu. Also die Daten aus der Verwaltung, Meteodaten, Geodaten sind verknüpfbar, also diese Verlinkbarkeit. Und auch hier ist es eben wichtig, die Prinzipien sind sonst die gleichen, einfach dass halt ein direkt verarbeitbares Format dann auch genommen wird und eben verknüpfbares Format. Genau, also verknüpft und vernetzbar, genau. Und so soll dann eben die Datennutzen über organisatorische und systemische Grenzen ermöglicht werden. Auch das in der Strategie wurde das so definiert. Nun kommen wir zum Portal Open Data Swiss, weil ja auch die Linked Data oder die Verwaltungsdaten, die sollen auch gefunden werden. Und für das ist eben so ein Portal, wo alle Daten zentral gespeichert sind, sinnvoll. Und hier handelt es sich aber um einen Metadatenkatalog. Das heißt, auf unserem Portal werden nur die Metadaten gespeichert und nicht die Daten selber. Und wir haben einfach einen Katalog von den Ämtern mit ihren Datensätzen und die Beschreibungen der Distributionen. Eine Distribution, das sind die Darstellungsformen, wie zum Beispiel ein Excel, ein CSV oder eben für Linked Data zum Beispiel eine Serialisierung von RDF. Und das kommt von den Seiten von den Data Publisher, weil die hosten die Daten bei sich selber und wir verlinken, also haben einfach eine Referenz zu diesen Daten. Eben, der User beginnt in dem Sinn auf unserem Portal die Suche. Schaut mal, was gibt es so für Daten. Und wir, also das zentrale Portal für offene Daten, fungiert in dem Sinn wie ein Wegweiser. Das heißt, er sucht bei uns und kommt dann so zu den verschiedenen Daten.
Wer veröffentlicht diese Daten auf dem Portal? Das sind einerseits Bundesämter, die sind eben mit der Strategie verpflichtet, diese zu veröffentlichen nach dem Prinzip Open by Default. Das bedeutet, alle Daten, die nicht besonders schützenswert sind, sollen veröffentlicht werden. Und wiederum bei uns die Metadaten und dann kommt man zu Ihnen zu den Daten. Dann ist es so, dass auch die Kantone bei uns veröffentlichen können. Für die ist die Strategie nicht verbindlich, sie sind jedoch eingeladen, dieser zu folgen. Für die Gemeinde gilt das Gleiche und auch für staatsnahe Betriebe und weitere Akteure, die Daten im öffentlichen Interesse publizieren. Nun eben, wir betreiben dieses Portal und wir unterstützen und begleiten die Datenpublizierenden dabei. Wir haben auch dazu ein Handbuch, das bei der Publikation unterstützt. Dann wollen wir auch die Datenkompetenz fördern. Wir haben heute schon von der Weiterbildung gehört. Es gibt eben die Weiterbildung im Rahmen von Data Management und Open Government Data. Die ist für Verwaltungsangestellte kostenlos. Genau, und ist eben in diesem Rahmen des CAS integriert, wo auch das Modul über Linked Data drin ist. Dann sind wir auch international vernetzt, also wir tauschen uns auch mit anderen OGD-Verantwortlichen im Ausland aus, schauen, wie dort die Portale sich entwickeln. Und das Wichtigste ist natürlich der Datensuchende, der eben diese Daten finden will. Und diesen unterstützen wir auch und schauen, dass das Portal, dass für ihn die Daten auffindbar sind. Ja, wir haben damit eben die Einheiten der Bundesverwaltung dieses Prinzip Open by Default auch umsetzen können, gibt es dazu OGD-Richtlinien. Und die OGD-Richtlinie beinhaltet auch einen Teil über Linked Data. Hier ist vor allem jetzt auf Register und kontrollierte Vokabulare. Wir sind aber daran, die OGD-Richtlinien zu aktualisieren, also alle 18 Punkte der OGD-Richtlinien, um mit dem MBAG abzugleichen. Nun, wie kommen überhaupt die Daten auf das Portal? Bei den Daten ist es so, damit eben portalübergreifend die Daten gesucht werden, ist es gut, wenn man einen Standard hat. Und wir haben dazu einen Standard, das ist das DICAT, der DICAT-Standard. Und wir importieren die Daten, die zu uns kommen, werden in diesem Standard beschrieben und wir importieren den Katalog. Das bedeutet eben, die Linked Data, die sind jetzt auf Lindas gespeichert. Sie geben uns einen Katalog mit ihren Datensätzen im Standard DICAT APCH. Das ist das Schweizer Applikationsprofil von DICAT API, das ist der europäische Standard. Das Gleiche ist jetzt auch bei der GeoAdmin. Diese Linked Data, die kommen auch zu uns. Sie haben auf GeoCat einen anderen Standard, der wird auf uns gemappt und kommt dann so auf unser, also auf unseren Standard gemappt und kommt dann so auf unser Portal. Open Data Swiss ist eben ein Aggregationsportal, das heißt, wir exportieren die Daten weiter auf dataeuropa.eu und von dort können alle Open Data Portale von Europa, ihre Daten werden dort publiziert. Genau. Und der DICAT-Standard ist ganz wichtig zu erwähnen, basiert auf Linked Data Prinzipien, also es ist ein RDF-Vokabular. Und darum, gerade diese Linked Data Prinzipien ermöglichen eben die Interoperabilität, erleichtern aber auch die Konformität von unserem Schweizer Standard DICAT APCH zu DICAT AP. Also so, bei uns kommen wirklich die Daten als Graphen rein, also als Serialisierung von RDF, als RDF XML und wir geben diese auch so wieder weiter. Nun, Linked Data sollen ja auch gefunden werden auf unserem Portal. Wir haben dazu neu eine Facette gemacht, wo alle Serialisierungen von RDF
gefiltert werden können. Also wenn jemand nach Daten sucht, kann er dort schauen, was gibt es für Datensätze. Ja, zum Beispiel JSON-LD, RDF-XML. Nun eben der User sucht nach den Daten und für das ist das Portal eben geeignet, das ist ein zentraler Einstieg. Eben er sucht nach Linked-Data-Sätzen und kann dann zum Beispiel filtern, schauen, gibt es etwas in einem geeigneten Format. Wenn er diese gefunden hat, kann er auf den Datensatz gehen und wird dann von dort, also es gibt verschiedene eben Ressourcen oder Distributionen, und hier zum Beispiel kann er dann auf die Sparkle-Abfrage von Lindas, wird er weitergeleitet. Genau. Dann ist natürlich auch so, wenn er die Daten schon kennt oder die Datensätze, dann kann er natürlich direkt schon auf Lindas gehen und dort die Daten suchen. Aber sagen wir, er kennt das noch gar nicht, dann fängt er bei uns an zu suchen und möchte zum Beispiel Linked Data mit Geodaten verknüpfen. Dann sucht er bei uns auf dem Portal und findet dann eben die Daten von Lindas, wie auch den Sparkle Endpoint von geo.admin.ch. Ja, und kann dann so, wenn er beide Services kennt, ein Query machen, das die Daten dann auch verbindet. Ja, was auch wichtig ist, wir haben natürlich auch immer den Nutzen aufzeigen von solchen Daten, was wurde damit gemacht. Ja, da rufen wir euch auch auf, wenn ihr Anwendungen habt, teilt die mit uns, damit andere sehen können, was gibt es überhaupt. Das ist mit Linked Data wäre ganz toll, aber natürlich auch mit anderen offenen Verwaltungsdaten. Und zum Schluss noch eine kleine Anregung. Wir haben heute das Five-Star-Schema-Modell gesehen. Wir wollen nicht nur dort die 5 Sterne erreichen, sondern auch Werbung machen oder die offene Verwaltungsdaten wirklich auch fördern. Und das beginnt ganz schön mit diesem 5-Herzen-Schema, also wirklich sprecht über offene Daten, interagiert mit den Datenbenutzenden, macht auch eure Hindernisse und Probleme transparent, weil eben wir sind nicht alleine, wir haben ähnliche Probleme und können gemeinsam diesen Weg gehen. Teilt unbedingt eure Best Practices, eure Werkzeuge und eben wirklich auch das Ökosystem berücksichtigen und ja, gemeinsam den Weg beschreiten. Wie können wir von der Geschäftsstelle euch dabei helfen? Folgt uns auf Twitter, wir sind neu auch auf LinkedIn. Es gibt auch eine Newsmail. Und ja, publiziert eure Linked Open Data auch, also referenziert eure Daten auch auf Open Data Swiss. Und macht mit, Hackathons, Open Data Beer war gerade diese Woche eines, da ist immer ein Data Publisher mit einem Data Nutzer, die etwas vorstellen. Gerade diese Woche war das Thema Linked Data. Es lohnt sich. Genau, macht auch Workshops und tauscht euch aus. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Michelle. Das war sehr spannend. Eben diese Verlinkung zwischen Open Data und Linked Data und Linked Data. Ich denke, das findet statt. Und das zeigt ja auch diese verschiedenen Aktivitäten, die es da gibt. Ja, jetzt die Möglichkeit nochmal für Fragen. Christian, Front Row. Ja, jetzt kommt die fiese Frage. publiziert ihr den Metadatenkatalog auch auf Lindas, dass man ihn mit Sparkle abfragen kann? Ich glaube, die Metadaten sind auf Lindas. Wir publizieren aber den Katalog nicht. Noch nicht, also bin ich da richtig, wenn ich Lindas? Haben wir. Also unsere Daten sind noch nicht als Triples. Unsere Metadaten sind noch nicht als Triples zugänglich. Genau. Ja, spannend. Also die Frage ist überhaupt eben, macht es Sinn, alle Daten auch noch als Triples zu haben? Das ist vielleicht noch ein bisschen grundsätzliche Frage, oder? Aber
du bist ja hier von Open Data. Vielleicht noch Fragen an Open Data oder an OGD Schweiz? Sonst, ja, ganz vielen Dank, Michel, und dein Team. Also ihr seid ja quasi fast vollständig hier vor Ort. Von dem her super. Und danke auch für die gute Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang.